Zum Fernseher, zum Fernseher. Einschalten. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Harry Garrett Show. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Storm. Cool. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es ist die echte Schauspieler genommen? Sie. Toll. Ganz ehrlich, ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige Entrüstung gesorgt. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken Sie immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber es ist echt anstrengend, die ganze Zeit die F-Taste zu drücken. Nur mal so Sie waren gesagt. In letzter Zeit tatsächlich oft in Gedanken. Jede Menge Partys und Sie haben sich mit einem Paparazzo gewandt. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam, eh? Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Wenigstens war ich lustig. Ich sagte nur, dass ich damit leben könnte. Hey Schatz, hast du dir die Show angesehen? Ich habe nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja. Du hast recht. Dann wachen wir in der Nacht auf und irgendwas Schlimmes passiert. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. So sieht's aus. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen die Vorgeschichte. Ach ja. Junge Liebe. Heute. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Boah, nein. Oh, es ist immer der Anfangsort, der auch das Ende der Reise ist. Oh, und was soll ich mit so einem kleinen... Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Oh, ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Nein, nein, Barry, nein, nimm nein. Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Oh, ist das süß, wirklich. Zum Knuddeln. Ist dicker geworden? Wir sehen uns später.
wieder alleine losgehen. Entschuldigung. Spiel ist super. Emotional und dramaturgisch alles klasse. Aber wir müssen wieder alleine losgehen. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Was? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Wir können einfach Gott spielen. Wir können einfach Gott spielen. Ah, herrlich. Diese Atmosphäre ist einfach so schön. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit, das kann man ja gar nicht. Bestens fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Ich hoffe, wir sind richtig. Oh. Schön. Gibt es auch Autoradio oder so? Ein bisschen Burnout hier oder Need for Speed? Wenigstens gut Autofahren kann er. Aber wenigstens halbwegs. So, gibt es hier noch irgendetwas? So an Muni oder... Ich meine, wir sind Amerika. Ja, okay. So, was ist hier? Ah, ich glaube, da liegt was. Jawohl. Sehr schön. Und Batterien. Njam, njam, njam. Die nehmen wir doch gerne mit. Sonst noch was? Oh. Wieso leicht Auto zu fahren? Oh. Oh. Ah. Ey. Oh. Wieso ist es so dunkel? Schauen wir mal. Eine Kiste, sehr schön. Jawohl, und eine Blendgranate. Jetzt haben wir 4 Stück, soweit ich weiß. Ja, warum flüster ich? Ich habe keine Ahnung, aber es macht mir Spaß. Ich hätte es vielleicht mal machen sollen, wenn es nachts ist. Ja, nee, nee. Na komm. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr hoch, das wär's ja. So. Na komm. Gib mal Gas. Boah, am ersten Gang hoch. Ist das eine Herausforderung. Man merkt wirklich, dass das Ende sich zuneigt. Es wird immer schwerer. Auch das Autofahren. So. Na bitte. Zum Cauldron Lake gelangen. Das dürfte ja eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Oh nee. Fucking ernst? Ist das witzig. Oh mein Gott. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegend. Alter, diese scheiß Frau, Mann, die macht mich Wahnsinn. Alter. Ich werde ihre Frau töten. Es ist schon wieder dunkel, ich fasse es nicht. Da liegt wieder eine Manuskriptseite und wir haben wieder die große Taschenlampe dabei. Scheiß Rabe, verpiss dich.
Ach nee. Bitte lass das Auto hier. Ja. Ja, immerhin. Das ist eigentlich wie ein Panzer in dem Spiel. Das dürfte nicht mehr so lange dauern. Wow. Also wirklich, Alan, wie fährst du denn? Einfach weiterfahren. Es ist wie Zombies. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal hier lang, ne? Also da habe ich schon wieder einen Kasten gesehen. Zack und... Oh Gott. Oh Gott. Der Unterschrift im Hotelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Schrotflinte? Nein, nicht die Schrotflinte. Wir bleiben beim Jagdgewehr. Das ist relativ gut. Und, oh, was? Ah ja. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Ja, das passiert öfters. Oh! Oh Gott, ey! Ich hätte es geglaubt. Alter! Fuck you. Oh, ich bin so froh, dass ich nicht mehr mit Kamera aufnehme. Mein Gesicht, ey, das ist schon fast gar nicht mehr lenkbar. Immer so hier so. Oh Gott. Es war doch eigentlich klar, dass das passierte. Wieso dampft das Ding schon? Und weiter geht's. Oh Gott. Oh, geil. Wow. Bam. Und weiter geht's. Oh Gott. Dein fucking Ernst, Alter? Kommt her, ihr Bastarde. Nehmt euch alle mit auf eine wunderschöne Reise. Entschuldigung, ich mach's gleich richtig. Komm her. Jawohl. Warum denn nicht gleich so, ne? Macht doch gleich viel mehr Spaß. Kontrollpunkt erreicht. Kommt schon raus, Alan will spielen. Ich hab nichts gegen euch. Ich hab was für euch. Ah nein, das war nur ein Witz. Puh. Wer ist der King? Ich. Was hat da hinten so eine Hörner? Wow. Alter! Boah, das war knapp. Phew. Ach du Scheiße. Geh mal einen Schritt zurück, Kumpel.
Mach rein, mach rein, mach rein. Ah! Mal kurz warten. Ich will nicht die Batterie wieder verschwenden. Moment. Aber Frosch im Hals. Entschuldigung. Okay, weiter. Eieiei. Bleibt cool, Freunde. Aua. So. Das war jetzt nicht cool. Der Container bewegt sich bitte auch gleich wieder. Aua. Ja, er lädt sich von alleine wieder auf, aber... Kann das nicht weitergehen? Komm, die Reifen. Tschu. Die Objekte sind auch sehr unheimlich. Beweg dich! Noch was? Ah! Geht doch. Boah, Alter. Kumpel. Ah. Poltergeister sind das. Ich freue mich auch. Und da steht ein Auto. Das fällt ganz schön doll auf. Oh, schnell rein. Bloß schnell rein.